sich durch Folgendes aus. Das Treten nach unten, das ist alltäglich geworden und wird von Typen wie Jens Spahn in aller Öffentlichkeit gegenüber Hartz-IV-Betroffenen ausgelebt. Über Geflüchtete wird eigentlich nur noch als Problem gesprochen. Es wird kaum noch über sie als Menschen gesprochen. Und das Autoritäre hat Aufwind. Denken wir nur an das bayerische Polizeiaufgabengesetz. Was für ein Angriff auf Grundrechte und wie gut, dass dagegen so viele auf die Straße gegangen sind in München. Ausdruck dieses Rechtsdrucks ist auch, dass Alexander Dobrindt immerhin ein Minister von einer konservativen Revolution spricht. Dieser Begriff konservative Revolution, der wurde in der Weimarer Republik von jenen Gruppen benutzt, die den Nazis den Weg geebnet haben. Sind wir wirklich schon wieder so weit? Und liebe Genossinnen und Genossen, in diesen Zeiten haben wir eine besondere Verantwortung, denn wir sind das Kontrastprogramm zu autoritären Rechten. Wir sind das Kontrastprogramm zu Typen wie Jens Spahn, wie Dobrindt. Wir sind das Kontrastprogramm zur AfD. Ich möchte das an fünf Feldern verdeutlichen. Sie, die autoritären Rechten, wollen den Sozialstaat schwächen, wir wollen ihn stärken und alle garantiert vor Armut schützen. Sie, die kleinen und großen Trumps dieser Welt, sie setzen auf Mauern, auf Abschottung und auf den Ellenbogen. Aber wir setzen auf Solidarität, denn wir wissen, die Grenzen verlaufen nicht zwischen Deutschen und Nichtdeutschen. Die Grenzen verlaufen immer noch zwischen unten und oben. Ja, die Grenzen verlaufen zwischen den Klassen. Sie, die autoritären Rechten und Neoliberalen, die setzen auf Krieg und imperiale Geopolitik. Wir hingegen wissen, der Krieg ist der Feind dieser Welt. Und deshalb setzen wir auf internationalen Ausgleich und konsequente Friedenspolitik. Sie, die autoritären Rechten, wollen, dass die Frauen zurück an den Herd kommen. Sie wollen, dass wir Kinder großziehen und ansonsten den Mund halten. Ich hingegen sage, wir kämpfen für Frauenrechte, also weg mit den Paragraphen 219a und 218. Sie, die autoritären Rechten, leugnen den Klimawandel. Sie richten den Planeten zugrunde. Wir hingegen, wir halten es mit der Erkenntnis von Karl Marx. Niemand ist Eigentümer dieser Erde. Und wir haben diese Erde den nachkommenden Generationen verbessert zu hinterlassen. Die Erde den nachkommenden Generationen verbessert zu hinterlassen. Was für ein klares Plädoyer für Klimagerechtigkeit und Ökologie. Es wäre fahrlässig, wenn wir diesen Rechtsruck unterschätzen. Denn hier bildet sich gerade der Bodensatz für einen neuen Faschismus. Und das bedroht uns ganz unmittelbar, ja körperlich. Denn es sind die Autos unserer Freunde, die von Terrorbanden in die Luft gejagt werden. Es sind unsere Mitglieder, die von rechten Schlägerbanden bedroht werden. Und diese rechten Schlägerbanden profitieren natürlich von einem Klima, das die AfD befördert. Für uns steht deshalb eins fest. Für die AfD wird es von uns nie Duldung oder Akzeptanz geben, sondern immer nur klare Kante und Gegnerschaft. Wir stehen ein weiteres Mal in unserer Geschichte einer autoritären Gefahr gegenüber. Und klar, wir fragen uns, was tun. Wir haben da eine Verantwortung auch gegenüber unserer antifaschistischen Tradition. Und ich möchte noch einmal mit euch zurückschauen, wie wir die geworden sind, die wir heute sind. Das sind jene, die noch in Ost wie West die Blockkonfrontation und den Staatssozialismus erlebten. Und das sind jene, die nach 89 sich nicht damit abfinden wollten, dass der Kapitalismus das Ende der Geschichte ist. Unsere Partei verdankt euch so viel. Dass es uns überhaupt noch gibt, ist zuallererst das Verdienst jener lebenserfahrenen Genossinnen und Genossen, die damals nicht dem Zeitgeist nachgegeben haben. Und deswegen möchte ich euch heute hier aus tiefstem Herzen einmal eins sagen. Danke, dass ihr damals den demokratischen Sozialismus nicht aufgegeben habt. Wir verdanken euch dafür verdammt viel.
Das sind jene, die in den Nuller- und 90er-Jahren zu uns kamen. Und denken wir an die vielen, die aus Widerstand zu Hartz IV und zur Agenda 2010 die WASG gründeten, mit der dann die PDS zusammen die Neue Linke begründete. Und das sind jene, die in den letzten Jahren den Weg zu uns fanden, auch um ein Zeichen gegen rechts zu setzen. Und an dieser Stelle, liebe Genossinnen und Genossen, möchte ich ein Vorurteil widersprechen. Wenn ich mir unsere jungen Neumitglieder anschaue, da sehe ich da keine grünen Hipster, da sehe ich keine neuen Grünen. Ich erlebe Leute, die in wunderbarer Selbstverständlichkeit Flüchtlingssolidarität und den Einsatz für Soziales zusammenbringen. Ich finde, wir sollten dieser Generation gut zuhören. Weil sie sind die Boten einer großen gesellschaftlichen Gruppe, die weder neoliberal noch rechts ist, die Linke des 21. Jahrhunderts. Sie braucht die Generation des 21. Jahrhunderts. Es gibt auch eine Generation, von denen die meisten leider schon von uns gegangen sind und der wir uns erinnern sollten, es sind jene, die den Faschismus noch direkt miterlebt haben. Wir sollten, wo es geht, ihnen zuhören und ihre Erinnerung weitergeben. Denn diese Generation hat wie keine andere erlebt, was es heißt, wenn die Nazis das Sagen haben. Aus diesen dunklen Kapiteln haben Linke wichtige Lehren gezogen. Und eine Lehre davon lautet: Wehret den Anfängen. Die Abschaffung der Demokratie kann ganz schnell vor sich gehen. Deshalb ist Wachsamkeit gefragt. Wir wissen es, und das treibt uns um. Der Zeitgeist ist gerade nicht auf Seiten der Solidarität. Aber wollen wir deshalb wirklich einknicken? Und wenn wir das tun, was kommt dann als nächstes? Die Friedenspolitik? Wir kennen das doch. Wie schnell kann es zu einer Stimmungsmache kommen, wo es unsere konsequent antimilitaristische Position verdammt schwer hat? Erinnert euch, wie wir angefeindet wurden für unser klares Nein zum Irakkrieg. Denkt daran, wie wir als Putin-Versteher beschimpft werden, nur weil wir die NATO ersetzen wollen. Ich aber sage, vor diesen Anfeindungen dürfen wir nicht einknicken. Wir sind eine Partei, die Haltung zeigt, in der Friedensfrage wie in der Flüchtlingsfrage, auch dann, wenn uns der Wind scharf ins Gesicht bläst. Und deshalb stehe ich hier und werbe für eine Linke, die eine Stimme des Widerstandes ist. Des Widerstandes gegen den Neoliberalismus, gegen den Militarismus und gegen den rechten Zeitgeist. Senden wir gemeinsam von diesem Parteitag ein Signal. Wir stehen an der Seite der Entrechteten, aller Entrechteten, sowohl frühmorgens vom Jobcenter, beim Streik am Werktor und auch an der Seite der Entrechteten auf den Fluchtrouten. Wie viele von euch stehe auch ich regelmäßig frühmorgens vorm Jobcenter, erst gestern hier in Leipzig. Ich gehe in die Plattenbaugebiete rein, um mit den Menschen dort zu reden, wo sie wohnen. Ja, wir müssen dorthin gehen, wo der Ton rauer ist und wo die Wut groß ist. Insofern spreche ich auch mit vielen, die Weltoffenheit einfach als Bedrohung empfinden. Mit denen, die die Tatsache, dass nebenan ein Flüchtling einzieht, eher als ein Zeichen für einen Abstieg verstehen. Und dann gibt es jene, die sich überall zu Hause fühlen, die neuen Nachbarn einfach als Bereicherung willkommen heißen. Die einen sind überall zu Hause gefühlt, die anderen fühlen sich nirgendwo mehr zu Hause. Sozialwissenschaftler bezeichnen diese unterschiedlichen Zugänge zur Welt nun als Modernisierungsskeptiker und Modernisierungsoptimisten. Tatsache ist, in unserer Partei, in unserer Wählerschaft bilden sich beide Zugänge ab. Und auf beiden Seiten gibt es Arbeiter und Arme. Und ich sage, das ist nicht immer einfach, aber darin liegt eine große Chance, dass wir beide Tiefenströmungen in uns abbilden. Denn damit sind wir gezwungen, die verschiedenen Gruppen in gemeinsamen Kämpfen zusammenzubringen, anstatt sie in ihren Vorurteilen gegeneinander zu bestärken. Wir müssen die Stimme des Widerstandes und der Hoffnung sein. Das ist das Einfache, was heute so schwer zu machen ist. Erinnern wir uns an eine weitere Lehre aus dem 20. Jahrhundert. Wir brauchen eine grundlegende Alternative zur Konkurrenzgesellschaft.
Denn das Ausspielen von Arm gegen Arm, das ist doch der Nährboden, auf dem der Menschenhass gedeiht. Liebe Genossinnen und Genossen, unsere besondere Stärke als sozialistische Partei kommt doch nicht daher, dass wir die abgefahrensten Verschwörungstheorien haben. Wobei. Nein, unsere Stärke als sozialistische Partei kommt daher, dass unsere Analyse der Ursachen radikal ist, weil wir an die Wurzeln des Problems gehen. Und dieses Problem ist ein Wirtschaftssystem, das auf der doppelten Ausbeutung von Mensch und Natur basiert. Wir nennen es Kapitalismus. Und dazu haben wir eine Alternative. Unsere Alternative heißt demokratischer Sozialismus. Was bedeutet es nun, im 21. Jahrhundert demokratische Sozialistin zu sein? Es gab ja eine Zeit, wo Linke unter Generalverdacht standen. Sie wollten alle enteignen, also der Oma ihr klein Häuschen auch noch verstaatlichen. Inzwischen wissen wir, es läuft eine massive Enteignung, allerdings nicht von links. All die armen und arbeitenden Menschen, die eint doch eins, dass sie beständig enteignet werden, dass ihnen beständig vorenthalten wird, was ihnen zusteht. Und diese Enteignung hat ganz verschiedene Formen. Eine davon sind explodierende Mieten. Ist doch logisch. Wenn die Renten und die Löhne eher stagnieren, die Mieten aber explodieren, dann werden selbst Menschen mit mittleren Einkommen schleichend um ihre Einkommen enteignet und beraubt. Und deswegen müssen wir, um der Massenenteignung entgegenzuwirken, müssen wir heute die Eigentumsfrage ganz konkret stellen. Das heißt für die Mietenpolitik, gemeinnütziges und kommunales Wohnen zu fördern. Und das heißt auch, eins klar zu sagen, Miethaie wie Vonovia, die müssen enteignet werden. Denn Wohnen, das ist ein Menschenrecht, Spekulation mit Wohnen, das ist kein Menschenrecht. Als Sozialistinnen sollten wir auf der Höhe der Produktivkraftentwicklung handeln. Und das heißt, wir müssen uns stärker mit dem Thema Digitalisierung von links beschäftigen. Die Frage lautet doch nicht, finden wir den technischen Fortschritt toll oder eher eine Bedrohung? Wir werden ihn sowieso nicht aufhalten. Die Frage lautet vielmehr, was ist zu tun, damit die Potenziale des Fortschritts nicht nur einigen wenigen Konzernen wie Amazon und Google zugutekommen, sondern damit sie uns allen zugutekommen. Zu den großen Potenzialen der Digitalisierung gehört, dass sie die kapitalistische Methode der künstlichen Verknappung durchkreuzt. Denn digitales Wissen, das ist nicht wie ein Apfel. Das wird nicht dadurch weniger, dass man es teilt. Ganz im Gegenteil. Das Internet in seiner heutigen Form würde es ohne die freie Softwarebewegung so nicht geben. Und aus Zeitgründen nenne ich nur eine konkrete Maßnahme zur solidarischen Gestaltung der Digitalisierung. Ein Förderfonds für kooperative Produktionsformen. Die öffentliche Hand können die jeden Euro, den sie an staatlichen Ausgaben für Technologieförderung wie künstliche Intelligenz verwendet, daran binden, dass das Ergebnis in Open-Source-Lizenzen fließt, damit das für alle zugänglich ist. Liebe Genossen und Genossen, das und vieles wollen wir mit euch auf der linken Zukunftswoche diskutieren. Als Sozialistinnen wissen wir, die Konzentration von Geld und Macht in den Händen einiger weniger gehört zu den großen Ungerechtigkeiten und Gefahren. Und mit Blick auf den sozialen Zusammenhang sollten wir in der Tat über eine Obergrenze reden, eine Obergrenze für Reichtum. Es ist höchste Zeit, die Debatte über einen Höchstlohn voranzubringen. Die Rechte hat in dieser Frage kein Angebot. Sie wollen den Reichtum schützen und die Gewerkschaften klein halten. Und hier müssen wir den Menschen offensiv sagen, du bist mehr wert als alles, was dein Herr Gauland mit seinen Hetzreden verspricht. Denn Deutschsein, das schützt nicht vor Armut. Nur mit einer starken Linken hast du am Ende mehr in deinem Portemonnaie. Nur mit einer starken Linken können wir ran an die Macht der Reichen und nur mit einer starken Linken können wir dieses Land gerechter machen. Liebe Genossinnen und Genossen, in diesen bewegten Zeiten ringen wir auch miteinander, was die richtige Strategie gegen den Rechtsruck ist. Dieses Ringen um Strategien wurde oft als Konflikt zwischen zwei Frauen dargestellt. Ihr wisst, wovon ich spreche, zwischen Sarah und mir. Eine Genossin fragte mich deswegen ganz besorgt, muss ich mich jetzt gegen eine Seite entscheiden? Ich meine nein. Jeder muss die Möglichkeit haben, sich in einer Sachfrage konkret zu positionieren.
Aber hier muss sich niemand für oder gegen eine Seite entscheiden. Denn wir sind alle Teil der Linken und das ist gut so. Ich möchte deshalb eins unmissverständlich klarstellen. In unserer Partei, da gibt es weder Rassisten noch Neoliberale. Nach den monatelangen Debatten über unsere Flüchtlingspolitik brauchen wir auf diesem Parteitag nun eine inhaltliche Klärung, damit wir wissen, wofür die Partei steht. Und ich rufe uns alle danach auf, die Klärung zu akzeptieren. Und damit meine ich ausdrücklich nicht, den eigenen Überzeugungen abzuschwören. Und ich möchte an dieser Stelle auch ganz persönlich Oskar Lafontaine ansprechen. Nach diesem Parteitag muss doch Schluss damit sein, dass die demokratische Beschlusslage zur Flüchtlingspolitik dieser Partei beständig öffentlich in Frage gestellt wird. Und ich bitte darum, dass Schluss damit ist, dass wir Vorsitzenden dafür angegriffen werden, dass wir diese Beschlusslage vertreten. Das ist auch eine Frage des Respekts gegenüber den Delegierten. Und ihr, liebe Genossinnen und Genossen, ihr verdient diesen Respekt. Ihr sitzt alle vor der Uhr, ich überziehe am Ende. Lasst uns unsere Energien nach diesem Parteitag auf die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen konzentrieren. Meine Überzeugung ist, gemeinsam mit unseren verschiedenen Stärken können wir diese Partei noch viel stärker machen. Gemeinsam werden wir mehr. Apropos mehr werden. Vor einigen Wochen traf ich in London den Mann, der für viele Linke ein Hoffnungsträger ist, Jeremy Corbyn, den Vorsitzenden der Labour-Partei. Obwohl wir unterschiedlichen Parteienfamilien angehören, waren wir uns sehr schnell einig, wie wichtig der Austausch von fortschrittlichen linken Kräften in und außerhalb der EU ist. Denn wir dürfen die Zukunft dieses Kontinents Europa weder der völkischen Rechten noch den kaltherzigen Neoliberalen überlassen. Und Corbyns Losung dafür lautet, für die vielen, nicht für die wenigen. Die aktuelle Regierung hierzulande, die nennt sich zwar Große Koalition, aber sie ist doch eher eine Koalition für die wenigen. Für die wenigen Millionäre anstatt für die vielen in Armut. Für die wenigen Miethaie anstatt für die vielen Mieterinnen. Und so gesehen ist diese Bundesregierung wahrscheinlich das letzte Aufgebot des Neoliberalismus. Noch ist unentschieden, was danach folgt. Aktuell sieht es ja eher danach aus, als ob die autoritäre Rechte den Kurs vorgibt. Ja, ihre Entschlossenheit treibt die Mitte nach rechts. Und in dieser Situation braucht es mehr denn je Entschlossenheit von links, damit die gesellschaftliche Mitte sich wieder nach links bewegt. Unser Mut ist die Voraussetzung für eine neue Dynamik nach links. Eine Dynamik, die die gesellschaftlichen Mehrheitsverhältnisse verändern kann, die fortschrittliche Mehrheiten ermöglicht. Und über alle Kontroversen sollten wir das nicht vergessen. Die entscheidende Auseinandersetzung, die tobt in der Gesellschaft. Und sie lautet, wer bestimmt den Kurs, wenn das letzte Aufgebot des Neoliberalismus am Ende ist? Die autoritäre Rechte oder die solidarische Linke? Ich werbe dafür, dass die solidarische Linke den Takt vorgibt. Die gute Nachricht dafür ist, es gibt ein großes Potenzial, das wir mobilisieren können. Wir können über uns hinauswachsen. Inhaltlich sind wir links der CDU schon lange die treibende Kraft. Aber wir können auch zahlenmäßig mehr. In Thüringen gibt es mit Bodo Ramelow einen Ministerpräsident, der über die Landesgrenzen hinweg als Stimme des Ostens gilt. In Berlin zeigt die Linke, dass Regieren in Bewegung möglich ist und dass wir in den Umfragen die stärkste Partei sein können. In Bremen sind wir der SPD dicht auf den Fersen. Und in beiden Frankfurts haben wir bei den Oberbürgermeisterwahlen gezeigt, mit uns ist zu rechnen, in Ost wie in West.
Janine, dein Ergebnis war ein toller Aufschlag für die hessischen Landtagswahlen, die wir alle unterstützen, genauso wie die bayerischen Landtagswahlen. Und lieber René Wilke, dein Erfolg in Frankfurt-Oder, das ist ein gutes Omen für die anstehenden Landtagswahlkämpfe in Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Lasst uns in diesen Wahlkämpfen die Rechte klein halten und die solidarische Alternative stark machen. Um es zusammenzufassen, inhaltlich sind wir schon die treibende Kraft, doch wir können auch zahlenmäßig zulegen. Lasst uns gemeinsam darauf hinarbeiten, dass sich Folgendes rumspricht. Die Linke, mit der muss man rechnen, das ist die entscheidende Kraft links der CDU. Und deswegen, liebe Genossinnen und Genossen, nutzen wir unsere verschiedensten Fähigkeiten für einen gemeinsamen Aufbruch. Denn wir sind das Kontrastprogramm zur autoritären Rechten. Wir sind die Stimme des Ostens. Wir sind die entschiedenste Gegnerin des Krieges und wir sind die Garantie für soziale Gerechtigkeit. Lasst uns aufbauen auf dem, was wir bisher erreicht haben, über uns selber hinauswachsen. Für eine Linke als Partei in Bewegung, als die entscheidende Kraft links der CDU. Zukunft, wir kommen! Parteivorsitzenden Katja Kipping, die sich ja heute Nachmittag gemeinsam mit Bernd Rixinger zur Wiederwahl zur Parteispitze präsentieren möchte, zur Wiederwahl stellt. Die beiden führen seit 2012 gemeinsam die Linke und wollen das für zwei weitere Jahre tun. Es gibt bislang keine Gegenkandidatur. Die beiden werden also mutmaßlich heute Nachmittag von den Delegierten hier gewählt werden in Leipzig. Mit welchem Ergebnis? Das wird dann ein Hinweis sein, wie groß der Rückhalt innerhalb der Partei ist nach diesen Monaten des Streits, der Auseinandersetzung. Katja Kipping hat das in ihrer Rede angesprochen. Natürlich, die Delegierten, die warten darauf, denn gestern in der Generaldebatte nach der Rede von Bernd Rixinger, der den Auftakt gestern machte, da wurde in der Generaldebatte durchaus deutlich, dass die Delegierten genervt sind von dem Führungsstreit zwischen Parteispitze und Fraktionsspitze in den letzten Monaten. Die Delegierten sagen, wir wollen uns auch wieder mit den Themen befassen, wir wollen uns nicht öffentlich streiten, sondern auf Inhalte fokussieren. Und dem hat Katja Kipping ähnlich wie Bernd Rixinger ein bisschen Rechnung getragen, wie ich finde. Bernd Rixinger hat auch gestern zur Beilegung dieses Streits aufgerufen in seiner Rede. Katja Kipping hat ganz deutlich gesagt, wir ringen miteinander, aber man muss sich nicht entscheiden, wir halten die Positionen aus. Allerdings eine Richtungsentscheidung, gerade in der Flüchtlingspolitik, die sollte getroffen werden. Man kann ja trotzdem unterschiedlicher Meinung sein. Wie haben das denn die Delegierten gesehen? Das fragt jetzt meine Kollegin Inge Swolleck. Ja, die Delegierten, wo ich stehe, die stehen noch. Die haben auch kräftig hier diese Fahne geschwenkt. Ein ganz junger Delegierter. Fan von Katja Kipping jetzt? Natürlich, also der Vorstand zeigt ja, wir haben, brauchen eine geschlossene Linke, die zusammen mit den jungen Leuten, mit der jungen Generation in die Zukunft voranschreitet, die linke Politik auch ins Zentrum rückt und gegen den ansteigenden Rechtsruck in Europa vorgeht. Welches Thema war das Wichtigste, das Sie angesprochen hat? Ja, mir hat wirklich gefallen, dass sie auch konsequent gesagt hat, wir brauchen die jungen Leute. Es geht nicht nur, dass die alten etablierten Vorstände in der Partei an der Spitze stehen, sondern auch die Basis, die junge Basis, auch mehr in den Mittelpunkt kommen muss. Wie alt sind Sie? Ich bin 17 Jahre, genau. Und seit wann in der Linkspartei? Schon ungefähr seit 1,5 Jahren. Mir ist sehr wichtig, auch Linkpolitik durchzusetzen. Jetzt haben Sie ja den Schulterschluss bekommen. Genau. Okay, gehen wir hier weiter. Waren Sie schon immer ein Fan von Katja Kipping oder sind Sie es jetzt geworden nach dieser Rede? Also, ich bin schon ganz lange in der Partei und ich kenne Biski schon, ich kenne Katja und natürlich bin ich auch ein Fan von ihr, ganz klar. Wie sieht es mit Sarah Wagenknecht aus? Konnte sie da ein bisschen schlichten? Ich hoffe es und ich bin natürlich auch ein Fan von Sarah. Ich möchte, dass die gemeinsam
die Partei vertreten. Wir brauchen beide und deswegen habe ich die Rede sehr gut gefunden. Sie versucht zusammenzufassen und das ist auch gut für Bayern, sage ich mal, weil wir werden ja jetzt einen Wahlkampf führen, ich mit der Spitzenkandidatin und da möchten die Menschen beide Führungsfiguren neben den Männern auch haben. Wie kriegen Sie da den Fuß auf den Boden in Bayern als Linkspartei? Das ist ja so völlig fremd. Naja, also ich meine, Sie haben zwar nun 2,5%, wie wollen Sie das schaffen? Also zu den Bundestagswahlen hatten wir ja 6,1%. Das ist ja nicht wenig. Wir sind die zweitstärkste Landesgruppe im Bundestag. Und dieses Ergebnis wollen wir natürlich auch wiederholen. Und wir sind das widerständige Bayern, wir sind die Antifaschisten. Wir gehen voran, also wir haben den Menschen viel zu sagen. Und ich denke, die CSU ärgert sich am meisten, wenn die Menschen links wählen. Aber den Bayern geht's gut. Und die Linkspartei ist doch für die Armen, für soziale Gerechtigkeit. Finden Sie da Grund? Ja, ich weiß ja nicht, wie gut Sie sich in Bayern auskennen. Aber ich kann Ihnen nur sagen, es gibt natürlich Arm und Reich und es ist nicht der Vorhof zum Paradies, sondern es gibt natürlich auch ärmere Menschen. In meiner Stadt, in Ingolstadt, steigt der Anteil an ärmeren Menschen. Im Ranking sind wir da mal wieder ganz gut. Und ich denke, da muss man natürlich auch was tun. Es gibt Leiharbeit, es gibt befristete Beschäftigung. Also all das gibt es natürlich auch. Es gibt da schöne Berge, natürlich. Antifaschistische Aktion. Trauen Sie sich mit diesem T-Shirt in Bayern auf die Straße? Absolut, ja. Zu jedem Zeitpunkt. Und wie reagieren die Leute? Im meisten Fall überhaupt nicht. oder vielleicht negativ. Ein paar Mal gibt es auch gute Zusprüche. Also das ist ganz verschieden. Bayern ist, man meint es nicht, aber es ist divers. Und ich versuche das auch nach außen zu tragen. Also, und da sollte man keine falsche Scheu haben und sich irgendwie verstecken. Sind Sie ein Neumitglied, weil es ja 1000 neue Mitglieder gibt? Ich bin seit Ende 2014 Mitglied, also schon ein paar Jahre, aber auch noch nicht, kein Urgestein. Okay, noch eine Frage, da ist auch der, ein junger Spitzenkandidat für die Bayern, eine Doppelspitze, wie sich das gehört. Die Rede von Katja Kipping, fanden Sie die toll? Ja, natürlich. Hat irgendwas gefehlt? Nee, ich fand es großartig, weil vor allem, also es wird zum einen deutlich gemacht, was die Schwerpunkte sind, wo wir uns auch gemeinsam gegen den gemeinsamen Feind wenden und wo wir quasi in der Gesamtpartei eine Meinung haben. Es wird deutlich gemacht, dass wenn es Unterschiede gibt, geht es nicht um Personen, sondern es geht um Inhalte. Glauben Sie das? Glauben Sie das, dass es jetzt vorbei ist mit dem Streit? Ich glaube, es wird immer, weil ich finde es auch gut, dass immer weiter diskutiert wird. Nur es gibt in entscheidenden Fragen gibt's Diskussionen. Die Diskussionen sollen, wenn sie geklärt werden, hier geklärt werden auf dem Parteitag, weil der Parteitag eben das wichtigste Gremium dieser Partei ist. Und natürlich, sage ich auch ehrlich, ist auch für uns wichtig, als die wir im Wahlkampf uns befinden, dass wir uns in zentralen Fragen auch irgendwie einigen können. Natürlich immer wieder weiter diskutieren können, aber auf dem Parteitag die entscheidenden Fragen stellen und beantworten. Und ich finde, das hat Katja sehr gut gemacht, weil sie deutlich gemacht hat, dass es inhaltliche Differenzen gibt, die hier zu klären sind und dass die nicht anhand von einzelnen Personen ausgetragen werden dürfen, sondern anhand von Inhalten. Und ich finde es gut, dass sie das gemacht hat und sie das deutlich gemacht hat, weil sie auch immer in der Öffentlichkeit steht als diejenige, die quasi Teil des Streits ist. Es geht aber um die Inhalte und nicht um die Personen. Letzte Frage. Sie erwähnte auch Oskar Lafontaine, da zuckten die Saarländer. Wie erklären Sie sich das? Naja, er ist ihre Führungsfigur und wenn natürlich jemand kritisiert wird, dann ist die jeweilige Basis oder der Fanclub natürlich ein bisschen angefressen. Wäre in Bayern wahrscheinlich genauso. Okay, vielen Dank und weiter geht's mit Jeanette Clark.